Hey Leute, ihr habt ja schon gehört, es gibt jetzt diese neuen Flaschenverschlüsse. Ich habe jetzt hier auch schon mal so eine Flasche. Ist sehr interessant. Also irgendwie muss man dann hier so, ach nee, die ist so zum Aufdrehen. Naja, Begründung war ja, weil so viele Deckel immer weggeschmissen werden und dass die auch ins Recycling kommen. Macht natürlich echt Sinn, weil jeder hebt ja seine leeren Flaschen ohne Deckel auf, wenn man die dann in der Tüte oder in der Tasche hat, um sie wegzubringen, dass das alles so schön rumsifft und rumklebt. Und das Trinken macht jetzt mit diesen tollen Deckeln, die hängen bleiben, echt richtig Spaß. Okay, probiert das mal selber. Weil Begründung war ja gerade, wenn die Flaschen in der Natur benutzt werden, die Deckel mal weggeschmissen. Ja, ist klar, weil auch die offene Flasche nimmt man dann offen im Rucksack mit oder trägt die so in der Hand. Aber andererseits, zu machen, ist übrigens auch eine Kunst für sich. Man darf es ja gar nicht beschweren. So ähnliche Systeme gibt es ja schon länger. Wer kennt das nicht von Ölflaschen? Ja, da hat man ja schließlich auch hier irgendwo so komische Aufreißdinger dran. Auch bei jedem Hersteller anders. Und dann hat man, wenn man es denn mit seinen arthritischen Fingern überhaupt noch hinkriegt, auch den Deckel dran. Und da hat sich noch keiner beschwert, dass der Deckel beim Trinken stört. Ne? Oder habt ihr schon mal drüber gemeckert, wenn ihr aus der Flasche Öl trinkt? Aber naja, okay, lassen wir das einfach. Macht euch selber einen Kopf. Ich find's blöd, aber wir werden es nicht ändern können. Schönen Tag noch. Ach, übrigens, es gibt auch einen ganz tollen Trick, wenn der Deckel beim Trinken stört. So stört er nicht mehr. Und jetzt geht er wahrscheinlich auch gar nicht mehr verloren, weil man hat ihn ja in der Hand. Jetzt bin ich ja wirklich fertig mit dem Thema. Ciao, ciao. Falls ihr irgendeinen interessanten Expertenratschlag oder Lifehack, mit dem ich mich mal beschäftigen soll, im Internet findet, schreibt mir einfach, meine Kontaktdaten findet ihr im Text zu diesem Video. Vielen Dank.